Wer schon mal seine Steuererklärung machen musste, weiß jetzt sofort, wovon ich spreche. Von der Bürokratie hier in Deutschland. Für alles gibt es Paragraphen und Formulare und Ausnahmen von den Ausnahmen. Ziemlich anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn man kein Wort Deutsch spricht. Gerade in den ersten Monaten haben Geflüchtete mit Behördengängen und viel Papierkram zu tun. Viele sind damit überfordert. Und manch einer merkt schnell, dass die Tricks, zu denen man in der Heimat notgedrungen greifen musste, hier nicht wirken. Wenn ihr selbst kein Formular ohne Schwitzen und Stöhnen ausfüllen könnt, überlasst das bitte den Helfern, die Ahnung davon haben. Ansonsten macht euch darauf gefasst, dass auch ihr erstmal viel über deutsche Bürokratie lernen werdet. Erklärt den Leuten Sinn und Zweck mancher Regeln. Sorgt für Verständnis und Geduld. Manchmal helfen nur Galgenhumor und gemeinsames Lachen über bestimmte Hindernisse. Und es hilft vielleicht, wenn eure neuen Freunde sehen, dass auch ihr damit zu kämpfen habt. Auf Dauer solltet ihr allerdings auf eine Sache achten. Nehmt den Hilfesuchenden nicht alles ab. Am meisten bringt Hilfe zur Selbsthilfe. Unterstützt die Leute dabei, selbstständig bürokratische Dinge zu regeln. Nur so packen sie es auch in Zukunft alleine. Und akzeptiert bitte nicht, dass Kinder als Übersetzer vorgeschickt werden. Kinder sind keine Ansprechpartner für Behörden. Oder habt ihr schon mal einen 10-Jährigen gesehen, der mit links eine Steuererklärung ausfüllen kann? Ihr wollt in arabischer Sprache eure Hilfe anbieten? Dann fragt ihr so. Kayfa yumkinu an usa'idaka? Und wenn ihr eine Frau fragt, dann so. Kayfa yumkinu an usa'idaki? Das bedeutet, wie kann ich dir helfen? Nochmal. Kayfa yumkinu an usa'idaka? Und kayfa yumkinu an usa'idaki? Kayfa yumkinu an usa'idaka? Und kayfa yumkinu an usa'idaki? Kayfa yumkinu an usa'idaka? Und kayfa yumkinu an usa'idaki? Jetzt ihr. Danke, aber mir ist nicht mehr zu helfen. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Mach dein Herz aufgefallen. Für mehr Informationen klickt bitte hier.